Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann meine Zuschauer das Video sie anschauen. Der Jens als Passing, kurz vor Mitternacht, nach einem Kneipenrundgang wie beim letzten Video, hat mal geschrieben, es war sehr erfrischend und habe mir gedacht, wenn es erfrischend war, mache ich gleich noch ein erfrischendes Video. Und Anlass meines heutigen Videos ist natürlich die Wahl, die Qual der Wahl. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es euch auch so geht wie mir, bevor ich anfange. Moment. Muss ich euch noch kurz erklären, wo ich heim bin. Bin ja ein sehr autarker Mensch. Ich versuche immer so noch die alten Sachen aufleben zu lassen und ich habe sogar noch Fax da oben stehen und eben auch noch ein Besitzer von Glühbirnen, komm heim, macht Klitsch und Flatsch, macht mein ganzes Licht im Wohnzimmer aus. Das, was da leuchtet, ist die Glühbirne aus dem Tank. Die habe ich dann rausgeschraubt, habe es dann da oben reingedreht, dass er mich überhaupt sieht. Aber dann habe ich festgestellt, weil ich ein Sparsam bin, habe ich keine 60 Watt, arbeite nur mit 40 Watt Birnen, ökologisch, liebe Frau Baerbock. Aber dann noch hier, liebe Grünen, nicht, dass Sie meinen, ich bin ein kompletter Verweigerer der neuen ökologischen Wende. Hab dann hier, Moment, dass man mich überhaupt sieht im Dunkeln, Kerzen anzünd. Da habe ich eine Kerze, da eine Kerze, dass es nicht ganz dunkel ist. Ist ein bisschen, Moment, ist ein bisschen wie im Friedenskrieg. Friedenskrieg, schöner Name. Ja, bei Frieden. Aber wenn halt, es halt dunkel ist und der Strom einmal ausfällt, hab zumindest Kerzen habe ich daheim, hab Streichhätzel, ja, eine Kapitellampe müssen wir auch im Keller haben aus den DDR-Zeiten. Wer das nicht weiß, was das ist, könnt ihr nachgucken, Kapitellampe. Ja, und so mogel ich mich halt immer noch mit alten Dingen durch, funktioniert auch ganz gut. Im Endeffekt, mein Fax da oben, bin ich ja eigentlich ganz up to date in der heutigen, sage ich mal, Technik, wie sagt man das, wie heißt denn das kleiner mal, wie heißt denn das, was war jetzt alles, Technik, ich hab's vergessen, wie das Ding heißt, also ganz wichtig, also diese Digitalisierung, so heißt's, ja, mein Gewerbeamt, Finanzamt, Gesundheitsämter arbeiten ja auch noch mit Fax, alle, kannst überall Faxe schicken, hab jetzt zum Beispiel meinen Rentenbescheid, weil ich wissen wollte, was da los ist, kann man immer noch per Fax schicken, da Telefax 0365, bla 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 bla. Sind wir überall, man kann immer noch faxen. Deutschland ist, glaube ich, eines der letzten reichsten Länder der Welt, wo man noch Fax schicken kann. In Rumänien, wenn ich sage Fax, dann meine ich die immer faxen. Ja, oder ein Gick oder ein Gaudi. Versprochen, Fax gibt es in Rumänien gar nichts mehr. Man macht mal alles online, etc. Egal. Mit Deutschen machen halt noch Faxen. Ja. Hab da meinen Rentenbescheid, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich irgendwas falsch gelesen. Deutsche Rentenversicherung, hier. Ja, lieber neuer Bundeskanzler, mir ist schon der Name entfallen, wie er heißt, ist das so ein Plotter wie ich? Wie heißt denn der jetzt eigentlich, der da jetzt von der SPD Bundeskanzler werden will? Schlimm genug, dass man den Namen nicht mehr weiß. Ja, da wollte ich eigentlich fragen, wie ist das jetzt eigentlich zerstört, dass ich jetzt hier, vielen Dank und bla bla bla, Ihre Rentner haben wir erhalten, Sie haben zwischen 1.9.1980 bis 31.12.19 alle gespeicherten Daten hiermit erhalten, bla 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 bla. Und Ihre Anwaltschaft, Regelsrente betrifft im Jahre, Moment, muss ich noch schauen, 2031, also in 10 Jahren, hier. Volle Pulle, 759,97 €. Fast lückenlose Beitragszahlungen. Was schön ist natürlich, es gibt ja auch eine sogenannte eventuelle Anpassungssatz von 1%, also falls überhaupt 1% plus, dann erhöht sich diese Summe von 759 auf sage und schreibe 48 € für mich im Monat, Altersrente. Und wenn ich Glück habe bei 2%, bin ich dann bei 940 €. So. Meine Miete hier im Passing kostet schon knapp 800 € warm mit Strom. Schön ist aber auch, dass man die deutsche Rentenversicherung dann hier unten irgendwo zum letzten Satz noch freundlich darauf hinweist,
Ja, so werden bei einer Inflationsrate von beispielsweise 1,5% pro Jahr der bei Beginn ihrer Regelalterrente 100 Euro voraussichtlich nur noch eine Kaufkraft nach heutigen Werten von etwa 85 Euro besitzen. Da habe ich natürlich in den ganzen Wahlduellen oder Wahltriellen nicht allzu viel gehört, außer dass der dass die Grünen und die Roten, ja, den Hartz-IV-Regelsatz, lustig fand ich ja den Satz von Armin Laschet, finde ich lustig, der Karnevalist, ja, aus dem Hochwassergebiet, der einer grinst im Hintergrund, wenn die Leute schon fast abgesoffen sind und ihre ganze Existenz verloren haben. War eine tolle Werbung für diesen neuen zukünftigen Bundeskanzler, der dieses Land sozusagen in die neue Zukunft weisen möchte. Hihihihi. Der Karneval ist da, erinnert mich ein bisschen an die Dame da, wir hatten die, Namen schon vergessen, die da als Klofrau immer Karneval gemacht hat und dann irgendwie wahrscheinlich, war sie da nicht auch irgendwie, ist sie jetzt die Kriegsministerin und umarmt Soldaten in Afghanistan, Namen vergessen, ja, kommt mal als Ähnliches raus, hat früher hat sie im Karneval als Putzfrau, hat sie sich lustig gemacht. Und jetzt ist sie Kriegsministerin, keine Ahnung, nicht von der Leyen. Ich habe den Namen schon vergessen. Ist echt so traurig, dass man die Politiker vom Namen nicht mehr kennt. Das ist ein Zeichen, dass es den Leuten am Arsch vorbeigeht, wer überhaupt noch was regiert. Ja. Ich werde den nächsten Sonntag, wie viele von euch natürlich auch, gespannt, aber auch gelassen abwarten. Weil gespannt kann es nicht werden, weil wer jetzt da zusammen koaliert, kommt das Gleiche raus. Ja. Ob sie jetzt Wasser in die Würm tragen oder in die Donau, das ist wie mit einem Euro, die kann man nur einmal ausgeben und wenn sie das Wasser ins Wasser reinschütten, dann schwimmt sie wieder bachabwärts, ja. Und die Forelle bachaufwärts. Und ich werde mich wahrscheinlich wie eine Bachforelle aufwärts bewegen, so wie ein Lachs in Dänemark oder in Schweden. Mit der Rente hier Donau aufwärts Richtung Rumänien oder nach Bulgarien zum Schwarzen Meer, dass wir dann da irgendwelche Pflegekräfte ganz günstig, wenn man sie nicht vorher schon abgeworben hat, dass sie dann hier sind, meine Leiden und meine Wehwehchen, ja, heilen und mich in ihrem schönen Dialekt dann irgendwie, ja, kommen Sie bitte zum Mittagessen. Warum sind Sie nicht pünktlich gewesen? Sie waren um eins mit bei uns im Saal. Und Sie haben jetzt nur noch Suppe. Naja. Und dann werde ich eben flussaufwärts schwimmen. Abwärts geht es ja eh schon. Bitte nehmen Sie die Unterlagen zu Ihren Rentenunterlagen auf. Wichtiger Hinweis, bitte nehmen Sie diesen Beleg zu Ihren Rentenunterlagen. Mache ich jetzt hier. Hab's abgelegt. So. Nein, ich möchte nicht jammern, habe ein bisschen Arbeit gekriegt, knapp 800, 900 Euro in Kürze. Vielleicht brauche ich noch einen Bankberater, muss ich mal mit der Münchner Bank sprechen, wie ich das ganze hochwertige Geld in Euro anlege. Ja, vielleicht kaufe ich mir auch Aktien, ja, von BayernTech. Entschuldigung, komme ich zu spät. Da sind da schon zwei junge Menschen dran. Mit 48% Beteiligung. Es geht natürlich immer nur um Gesundheit, nicht um Geld. Ja. Hier noch eine kurze, lustige Sache. Hat mir eine Dame aus Passing, ja, zugesteckt. Ja, sie machen das für Passing und weil sie da für Passing so viel machen, München Passing. Ich sage, ich mache eigentlich nicht viel. Doch, sie machen viel. Schenke ich Ihnen diese Zeitung. Den sogenannten Würmtalboten. Das Passinger Morgenblatt aus dem Jahre 1939. Möchte ich euch jetzt noch was vorlesen mit der Titelzeile. Ich kann Altdeutsch, weil ich bin ja 64 geboren und meine Großmutter hat mir immer Briefe geschrieben aus dem Westen. Warschau bedingungslos kapituliert. Ja. Erinnert mich ein bisschen an heute, nur damals eben nicht vor Berlin, sondern vor Brüssel. Ja. Die Polen machen ja auch immer noch was wollen, so wie der Orban. Ja. Diese ganzen Querpolitiker, was diese erlauben, was erlauben Orban, was erlauben der polnische Ministerpräsident, klingt ähnlich so wie aus dem Jahre 1939. Nur halt alles demokratisch
geregelt. So. Und damit ich nicht immer in die falsche Linse schaue, habe ich mir extra, meine lieben Pasinger, meine lieben Pasingerinnen, eine Spickzelle gemacht. Bitte links in die Linse schauen. Schauen Sie bitte links in die Linse, habe ich draufgeschrieben, damit es nicht immer so ausschaut, damit ich die Leute persönlich im Gesicht schaue. Ja. Das war mein kurzer Beitrag hier heute aus dem Nachtstudio am Pasinger Heidelweg am Friedhof. Muss schauen, dass ich morgen irgendwo eine Glühbirne kriege. Bei Penny, beim Rewe, ich weiß nicht, wo es noch Glühbirne gibt. Ja. Schraub die oben rein, im Gang, dass ich nicht im Dunkeln rumdemper, wenn ich wieder besoffen heimkomme. Ja. Blas jetzt meine Kerzel aus. Das Schöne beim Ausblasen ist nicht das Blasen, weil da wird man schwindelig. Der Geruch, ich mag den Geruch, hat ein bisschen was Besinnliches. Ja. Dieser leicht ausdünstende Docht und Kerzenqualm. Mag ich ganz gut. Hier. Riecht gut. Gut, ist wahrscheinlich auch wieder sehr CO2-schädlich. Aber nicht alles, was stinkt, ist auch schlecht. Außer bei der Politik, da schaut es ein bisschen anders aus. In diesem Sinne, gute Nacht. Eine schöne Woche. Und am nächsten Sonntag die Qual der Wahl. Ja. Entweder Armin Laschet, Annalena Baerbock oder eben dieser plotternde Semigeist, so wie ich, Namen vergessen, Olaf Scholz, Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder. Ja, der natürlich ganz gediegen und in alter nordischer Gelassenheit das Land, ja, bedingungslos nicht kapitulieren lassen möchte, wie im Würmtalboden stehend aus dem Jahre 39, sondern eben den Hartz-IV-Empfängern 50 Euro mehr geben möchte. Und Armin Laschet sagt, Hartz-IV ist keine Arbeit. Ja, welche sensationelle, ja, Erleuchtung. Moment, haben wir noch was? Herr Laschet, für Sie extra mal Kerzel. Ja, eine sensationelle Erleuchtung für den Herrn Laschet. Hartz-IV ist keine Arbeit. Da muss man drauf kommen, dass man den Leuten so eine Hiobsbotschaft übermittelt, ganz toll. Und die Frau Annalena Baerbock, jetzt bin ich ja nicht unbedingt, ihr habt ja gesehen, Glühbirnen, Kerzen, ja, was weiß ich, Karibitlampen, bin ja nicht unbedingt einer der ökologischsten, ja, Wahlkandidaten der Grünen, aber ohne jetzt Wahlpropaganda für die Grünen in Deutschland zu machen, hat eigentlich die Annalena Baerbock ein bisschen so gerettet, dass es zumindest ich als Otto-Normalverbraucher, der bei Otto überhaupt noch so, was sind Ottinen, also ich habe es verstanden, es ist angekommen, auch wenn es mir nicht immer einleuchtet, aber das ist eine Sprache, die verstehe ich tatsächlich. Bei dem Laschet höre ich immer noch Murkserei von hinten rum und was er alles in Nordrhein-Westfalen, ich war in Nordrhein-Westfalen und ich habe die besten ökologischen Tendenzen. Er hat in NRW alles so schick gemacht. Der Türken-Amin hat er mal lustigerweise geheißen. Für Immigration hat er sich sehr gekümmert, muss man auch sagen. Ja. Aber NRW ist eben nicht Deutschland. Und der andere Finanzminister, na, den sie seine Bude durchleuchtet haben. Was sind die Akten über die Steuerbetrüger? Herr Olaf Scholz, Sie wissen von nichts. Und wer nichts weiß, der kann auch nicht viel antworten. Und wer viel antwortet, weiß auch manchmal nicht viel. Das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei den Kanzlerkandidaten. Ansonsten bleibt der Sonntag noch übrig und die Hoffnung, dass danach, ja, alles besser wird. In diesem Sinne, das einzig Stete ist im Leben immer der Wandel. In diesem Sinne nochmal, Papa, gute Nacht für Gott und bleibt mir treu. Jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich den Hund nochmal raus und bisseln und dann besuchen Sie mich. Wenn Sie Lust haben, nochmal auf meinem Kanal. Pfiat euch.